Intergalactic Planet Jumping, Planet Jumping, Intergalactic, Intergalactic Planet Jumping, Planet Jumping. Moin! Ja, ich bin noch eine Auslosung schuldig und zwar zu meinem 250 Abonnenten Giveaway, zu dem ich sehr viele sehr schöne Videoantworten bekommen habe. Dafür möchte ich mich an allererster Stelle mal recht herzlich bedanken und mein Glas auf euch erheben. Ja, recht herzlichen Dank für die Videoantworten. Ich hatte ja danach gefragt, wie es bei jedem Einzelnen angefangen hat mit der Messersammelleidenschaft oder mit der Messermacke oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und da habe ich wirklich, wirklich sehr schöne Antworten bekommen. Ein paar kürzere, ein paar längere, vollkommen egal. Ich habe mich über alle gleichermaßen gefreut. Da war durchaus mal was zum Schmunzeln dabei für mich. Da war aber auch einiges dabei, wo ich gesagt habe, ja, da merkt man, wie viel Leidenschaft dahinter steckt. Ich hatte auch das Gefühl, dass es den Personen, die die Videos gemacht haben, auch selbst Spaß gemacht hat, über das Thema mal zu sprechen. Weil das ist ja irgendwie auch so eine Geschichte, die kriegt man nicht unbedingt in einem Knife-Talk oder beziehungsweise in einem Vorstellungsvideo unter. Aber unter Messerverrückten ist das ja schon irgendwie immer eine Geschichte, die man auch gerne mal zum Besten gibt. Geht mir zumindest so und ich kann mir vorstellen, dass es anderen Leuten auch so geht. Ja, wie gesagt, ich hatte das Gefühl, dass es den Teilnehmern selbst auch Spaß gemacht hat. Und jetzt habe ich auch genug gesabbelt. Ich entschuldige mich nochmal dafür, dass das wieder so lange gedauert hat, aber der Faktor Zeit ist mal wieder das ausschlaggebende Element gewesen, das mich daran gehindert hat, diese Auslosung eher vorzunehmen. Entschuldigung dafür, aber jetzt soll es an die Preise gehen, beziehungsweise an die Auslosung. Hier hinten haben wir ja schon die Preise, die Messertaschen, die hier verlost werden und wir machen da keinen großen Aufriss von. Wir machen, wie die letzten Male auch, einfach ganz normal Kochtopf-Trophy. Ja, 9 Teilnehmer werden hier an den Start gehen heute und zwar haben wir die auf den Boliden mit Nummern versehen. Ich bitte jeden Teilnehmer oder Fan oder Angehörigen oder Mitglied des Teams, sich die eigene Nummer zu merken. Und zwar geht es los mit der Nummer 1. Das ist der Rennstall von The New Age Outlaw. Dann kommt die Nummer 2, das Team von Andreas S. Weiter geht es mit Nummer 3. Das ist der Bernhard Hofbauer mit seiner Mannschaft. Nummer 4. Grüße gehen nach Baden-Württemberg an das Team vom Spider-Bro. Bam! Dann haben wir den Juiced aus dem Ruhrgebiet mit seinem Team mit der Nummer 09. Weiter machen wir
mit dem Teilnehmer aus dem hohen Norden. Stefan 123 321 mit der Nummer 123 321. Dann kommt die Nummer 55. Hornsby 55. Und sein Rennstall. Dann haben wir die Nummer 69. ESA 69. Und last but not least einen ganz treuen Vertreter mit der Nummer 58. Die Mannschaft von Schnorris 58, der Christoph. Und wir gehen gleich live rein, um zu zeigen, wie die Boliden zu Wasser gelassen werden. Fangen vorne an. Mit der 1. Zwei, drei, vier, 55, 58, 69. 1, 2, 3, 3, 2, 1 und 0, 9. Ich denke, die Regeln sollten allgemein bekannt sein. Der Teilnehmer, der als letztes mit seinem Boot noch über der Wasseroberfläche ist, gewinnt. Erfahrungsgemäß halten sich alle Teilnehmer anfangs eher in Ufernähe auf, aber das wird sich gleich mit steigender Temperatur der Strecke ändern. Falls hier nebenbei Geräusche eines Geschirrspülers wahrzunehmen sind, dann liegt das daran, dass hier schon mal die nächste Strecke abgewaschen wird. Ah, jetzt wird es spannend, jetzt wird es spannend. Die erste Bewegung, wer zuckt zuerst? Ja, jetzt geht es los. Hornsby 55 scheint der Erste zu sein, der sich ein bisschen rauswagt. Langsam geht es los. Ja, da fangen die ersten Wackler an beim Andreas S. Nochmal ganz kurz zur Orientierung. Wir haben hier oben den Spider-Bro, Stefan, Schnorris, ESA und hier schon leicht am Wanken Timo, New Age Outlaw. Hier vorne haben wir noch die 3, das ist Bernhard Hofbauer. 55 Hornsby hier, Juiced. Und der Andreas S. Oh, Christoph. Leichte Wackler, aber auch leichte Wackler beim Timo. Ja, da sieht man es. Leute, die sonst so nervenstark sind, denen wird hier alles abverlangt. Königsdisziplin der Gewinnauslosungen quasi. Ja, jetzt kommen wir hier in die heiße Phase. Andreas S. ist am Wanken, aber auch der Bernhard Hofbauer. Hornsby auch mit dabei. Oh, Männer, die Nerven behalten. Achtung, aufpassen. Der Timo ist stark gefährdet, glaube ich. Oh, und da geht es bergab.
Da geht es bergab für den ESA, meine ich, war das. Oh, und hier vorne gleich der nächste Kandidat verschwunden. Wer war das? Da kommt man gar nicht mit. Timo ist weg. Juice ist weg. Die fallen wie die Fliegen. Christoph hält sich bei Stefan fest. Auch Andreas S. ist schon abgeschmiert. Wer ist der Nächste? Geht es da direkt in der Reihe weiter oder wird da jemand austreten? Oh, der Christoph macht das ganz geschickt, stützt sich da ab auf dem Boliden eines gesunkenen Konkurrenten. Oh, Hornsby 55 hier vorne, das wird eng, das wird eng. Kann er dem Druck standhalten? Aber auch er stützt sich im Moment noch ganz gut ab. Oh, ist das spannend. Ist das spannend. Jetzt kommt wieder ein bisschen Dynamik rein. Man weiß halt auch nicht, welche Taktik das Team verfolgt. Oh, das wird eng hier vorne. Das wird eng für den Hornsby, aber auch für Christoph ganz oben. Vielleicht wird jetzt seine Taktik zu seinem Stolperstein. Da könnte er von unten angelupft werden. Oh, aber der kämpft, der Christoph, der kämpft. Ist das stark. Ist das stark. Jetzt geht es in den Innenfighten, Stefan. Da wird geklammert, da wird gerangelt. Christophs Bolide hat schon stark gelitten. Man sieht das, die Rückwand löst sich ab. Stefan mit dem Spider-Bro noch eng umschlungen. Der könnte seine Rettung sein. Oh, und da ist der Hornsby 55 weg. Da ist er weg. Da haben ihn die Kräfte verlassen. Hinten raus. Einfach nicht genug Fitness. Und Schnorris, unermüdlich, was der leistet. Wie ein 19-Jähriger. Hängt sich hier rein mit allem, was er hat. Die letzten Reserven werden mobilisiert. Und das wird ja auch mit der Zeit nicht einfacher. Da geht es mit den Krämpfen dann los. Aber sie stehen da eng zusammen, die vier. Sie stehen eng zusammen. Auch der Bernhard Hofbauer ist da noch drin. Spider-Bro da in der Mitte, wie die Berliner Mauer, bewegt sich nicht ein Stück. Da muss David Hasselhoff kommen, um ihn niederzureißen, glaube ich. Ja, auch Stefan wankt langsam. Auch an ihm sind die Spuren des Kampfes nicht so einfach vorübergegangen. Und jetzt brodelt es hier im wahrsten Sinne des Wortes in der Arena. Du liebe Güte, das kann man keinem zumuten. Das kann man keinem zumuten. Wir sind hier am Rande der menschlichen Leistungsfähigkeit. Ich meine, es muss sowieso jeder danach zum Doping, aber wir kennen ja unsere Teilnehmer, die sind alle safe. Oh, Stefan, da in der Mitte, verlassen ihn die Kräfte. Ja, da ist er weg. Da ist er weg. Also die drei Podiumsplätze sind klar. Und da, na, Spider-Bro, das ist noch nicht. Jetzt ist er weg. Dritter Platz, Spider-Bro. Jetzt machen es der Schnorris 58, der Christoph und der Bernhard Hofbauer unter sich aus. Alter Christoph, das ist ein Phänomen, wie er da nochmal zurückkommt hier am Ende. Ein Phänomen. Da können sich viele junge Teilnehmer auf jeden Fall was dran abschneiden. Aber jetzt, der ist noch nicht unten. Der ist noch nicht unten, der Christoph. Bernhard Hofbauer schlängelt sich hier noch. Aber jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Trockenen Fußes gewinnt der Bernhard Hofbauer dieses Duell im Finale gegen den Christoph vom Kanal Schnorris 58. Mein Gott, was für ein Kampf. Was für ein Kampf. Bernhard Hofbauer.
Herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz. Zweiter Platz, Christoph vom Kanal Schnorris 58. Auf Platz 3, Baden-Württemberg. Wenn der VfB schon abgestiegen ist, dann soll, sind die überhaupt abgestiegen? Ja, ich denke, die sind abgestiegen. Dann soll er wenigstens hier jetzt seinen Erfolg genießen. Der Spider-Bro aus Baden-Württemberg. Bam! Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Adios!